Joho, Leute, und willkommen zurück in Kanada. Ja, Leute, wir sind beim Doktor angekommen. Wir stehen mal wieder am Ofen, weil Karl ist mal wieder am Frieren. Naja, na, und wir werden mal gucken. Ich würde jetzt hier als erstes ganz gerne erstmal Licht haben. Hier ist irgendwie ganz schön dunkel und ja. Unser Doktor hier hat hier alles Mögliche na toll. Hier liegen ein Dings, einen Aschenbecher und ein OP-Besteck oder irgendwie sowas. haben wir hier nicht irgendwo Licht? Ich würde hier jetzt total gerne ein bisschen mehr Licht haben. Irgendwelche Tigerfelle. Ist ja mal richtig steril, das Ganze hier. Hier haben wir eine Doktortasche. Können wir die aufmachen? Ne. Oha. Hier haben wir auf jeden Fall Blut. Hier haben wir Licht. Yay, und es ist wieder heller. Sehr schön, das ist gut so. Hier haben wir was, da können wir gleich mal den Fotoapparat auspacken. Ich würde aber sagen, wir machen hier so ein bisschen chronologisch gehen wir hier vor. Wir haben hier ziemlich viel zu untersuchen. Das ist ja mal eine Praxis. Naja, also ich weiß ja nicht. Ne? Wir gucken einfach mal. Wir fangen hier an und arbeiten uns vor. Wir haben wir hier nochmal Anzünder. Das ist auf jeden Fall sehr schön, weil wir haben nämlich nicht mehr allzu viele. Und wir haben hier eine Urne. Isabelle Boubret. Sehr wahrscheinlich ist das die Frau, ne? Das ist seine Frau. Isabelle, könnte ich mir vorstellen. Nee, an wollen wir das garantiert nicht machen hier. Sieht auf jeden Fall gut aus, sonst. Dann gucken wir mal weiter. Was haben wir da? Streichhölzer, immerhin. For the one-eyed, or for other vision problems, the eye patch was the way to go. Ja, gut. Ach so, hier können wir wieder einen Faden an einen Magnet anbringen. Haben wir ja aber schon. Brauchen wir ja nicht. Wir haben wir im Auto liegen, ne? Hier haben wir sonst nichts. Dann machen wir hier einfach der Reihe um. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts. Besteck. Na, das ist irgendwie, naja, echt nicht unbedingt so die besten Voraussetzungen für eine Praxis, ne? Hier so Spülmittel und weiß was ich was. Weichspüler, keine Ahnung. Schmutziges Geschirr. Flasche, Zahnbürste, oha. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Naja, wie ein Schlachthaus. Ich würde ja mal sagen, ne, wenn, dann wird ja trotzdem wohl betäubt, ne? Da hatten wir Töpfe da drunter. Aber komm, wir machen hier mal wieder zu. Mein Albtraum. Karl, wieso? Aber eigentlich sieht er ja so dick nicht aus, ne? So, Sehtest haben wir hier auch. Anatomie von Muskeln und keine Ahnung. Genau, das muskuläre System. Alles klar. So sieht die Welt ziemlich klein aus, das stimmt, ne? Auf so einem Globus. Wir hatten hier aber noch was anderes. Der Doktor interessierte sich offensichtlich für Geschichte, ja. Wein oder sowas? An einen kühlen und trockenen Ort aufbewahren. So, was haben wir da?
Erste-Hilfe-Kasten, sehr gut. Da haben wir nämlich auch, guck, wir haben hier Socken. Okay, das sind sehr wahrscheinlich Klamotten der Frau. Aber wir haben hier Socken und die zieht Karl einfach nicht an. Genauso wie so ein Fell. Ich würde so ein Fell doch mitnehmen, wenn ich ständig friere. Nee, ne? A chamber pot. Fortunately for Carl, inspecting it wouldn't further this particular investigation. Na Gott sei Dank. Da haben wir wirklich Glück gehabt. Na, wieder Socken. Aber Karl braucht keine Socken. Ne, Fell. Das ist schon wirklich sehr, ne? Hier werden Patienten behandelt und hier schläft er. Das A communist kommunistische manifesto. Manifest. Only a few years ago, this type of allegiance meant prison time. And even at present, the Western world was very wary of the Soviet threat. Why would the doctor own such a book? Das werden wir dann zum Schluss, wenn wir hier unsere Beweisaufnahme beendet haben, lesen. Wir werden ja, denke ich mal, hier bestimmt noch das ein oder andere vielleicht noch finden. Hier haben wir auf jeden Fall erstmal nichts weiter. Hier haben wir nochmal Schmerzmittel. Was haben wir da? Dr. Beaupré had done his medical studies quite far from here. He was surely one of the first students out of the new campus to settle on the mountainside. Gut. Gut. Doctors used light-reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling, but back then, it was pretty much always the case with medicine. Aha. Patientenakten lesen. Unbekannte. Ich weiß nicht, wie sie hieß. Die Männer haben sie Laure genannt. Sie hatte eine Wunde am Nacken. Da war überall Blut. Die Kugel hatte großen Schaden angerichtet und vermutlich das Kleinhirn getroffen. Es gab keine Hoffnung für sie. Ihr Herz war stehen geblieben. Die Männer hatten sie so gefunden, sagten sie. Ich habe da meine Zweifel, aber in einem kleinen Dorf wie hier ist es besser, öfter mal ein Auge zuzudrücken. Mir wurde gesagt, dass ich den Totenschein nicht abschicken soll. Die ganze Sache macht mich krank. Okay, wir haben hier irgendwie eine Frau, die vermute ich, ja, nicht einfach so gestorben ist, ne? Rosea. Es gibt keine medizinische Erklärung dafür, dass der alte Rosea noch am Leben ist. Bei uns Fachleuten sagt man da, der einzige Weg, ihn zu heilen, ist, ihn umzubringen. Okay, den kennen wir, glaube ich, nicht, ne? Den Rosea. Sylvie Berdard. Alle Symptome deuten in dieselbe Richtung. Sie ist schwanger. Genau, das ist die Frau gewesen, wo die kleine Marie gesagt hat, die Mutter ist immer am Heulen und wird immer dicker. Sie will das jedoch nicht wahrhaben. Ich würde wetten, dass der Vater nicht ihr Ehemann ist. Hoffentlich ist aber nicht Everett Lockhart. Dann hätte sie nicht nur ein uneheliches Kind am Hals, sondern auch Syphilis. Oha, er schreibt aber ganz schön irgendwie über seine Patienten, so irgendwie, ne? Der Doktor. There was no doubt that the doctor and Hamilton knew each other very well. William Joseph Hamilton, hochmütig, unheilbar, chronische Schmerzen im Fuß, kann keine langen Strecken gehen, reich, davon werde ich ihn irgendwann heilen. Na? Also der Doktor ist auf jeden Fall gut hier in seiner Akte. Na? Okay. Und hier, Leute, hier haben wir ein Bild. Das hatten wir doch schon. Die Lady im Auto. The good doctor, flanked by his beautiful spouse. Pure happiness, captured on cardstock.
Carl recognized this woman's soulful eyes. Was it Dr. Beaupré, who had hit him head-on at the village border? Nobody kills a rich patient to start a revolution. It didn't make any sense. He had to dig deeper still to understand. Luckily, that was Carl Faubert's specialty. Ja, also könnte vom vielleicht der Doktor derjenige gewesen sein, der uns über den Haufen gefahren hat und dann abgehauen ist, weil eben das Bild hier von der hübschen Frau da im Handschuhfach war, ne? Hier haben wir... The injured could be recognized by the large stains of red, an informal nickname given to Merbromen, smudged all over their injuries. Okay, was hat er hier? Leere Dose und irgendwie... Ach so, Kaffee. Kaffee. Ja, nun geh auf. Da ist sonst nichts, was wir irgendwie nutzen könnten. Schade. Kartoffeln. Was haben wir da? Können wir auch wieder nichts von mitnehmen. Hat er noch Bücher. So, und dann werden wir uns jetzt mal hier drum kümmern. Ich glaube, so weit sind wir hier im Haus erstmal durch. Sieht das so aus oder ist der irgendwie schief? Aber können wir auch nichts machen. Achso, springen können wir im Haus gar nicht. Gut. Hier sollen wir die Kamera auspacken. Someone had lost a few liters of blood here. Carl's first thought had been a lumber accident. Someone's hand cut by a saw. Or a hunting accident. In any case, whoever had lost all this blood couldn't have gone far. Perhaps they were already dead. Naja. Wir machen mal Foto. Mehr können wir jetzt erstmal hier nicht. Ich glaube, jetzt haben wir erstmal soweit hier alles erkundet. Das hatten wir hier. Die Lady warm ist uns auch erstmal. Das ist gut so. Dann gucken wir nochmal, was hatten wir jetzt hier noch an... Dokumenten. Wir hatten doch noch Patientenakte. Ach so, die haben wir sogar da. Dann hätten wir das kommunistische Manifest. So, das werden wir uns doch jetzt nochmal hier durchlesen. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Freier und Sklave. Patrizier und Plebejer, keine Ahnung, was das ist, Baron und Leibeigner, Zunftbürger und Gesell, kurz Unterdrücker und Unterdrückte, stand in steten Gegensatz zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf. Ein Kampf, der jedes Mal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen Gesellschaft endet. Oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen. In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige Gliederung der Gesellschaft in verschiedene Stände. Eine mannigfaltige Abstufung der gesellschaftlichen Stellung. Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer, keine Ahnung was das ist, Sklaven, im Mittelalter Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene und noch dazu in fast jeder dieser Klassen besondere Abstufungen. Aha. Und sowas schreibt ein Doktor. Gut. Das war das. Keine Ahnung.
ob uns das jetzt in dem Sinne hier für uns weiterhilft, das werden wir dann sehen. Wenn einfaches Abschließen nicht ausreicht, okay, kommen wir hier nicht raus. Ansonsten haben wir hier im Haus aber erstmal nichts mehr. Ups. Da haben wir total den Stein. Hier hatten wir einen Schlüssel drin. Da haben wir sonst nichts mehr. Wir nehmen mal anders. Wir gucken mal. Wir nehmen das so. Gut. Also könnte der Doktor unser Unfallgegner sein. Und der Doktor hat auch irgendwie, ja, festgestellt oder mitbekommen, dass vielleicht, eine Carl Frau... felt like he knew the doctor now. His belongings had spoken lengths about him. But what Carl had heard worried him. Gut. Wir gucken mal, was das hier ist. Bootsanleger. Was haben wir hier? Anzünder. Und nochmal ein Werkzeug. Gut. Aber immer noch keine Jacke oder irgendwas, ne? Und damit fängt Karl gleich wieder an zu frieren. Super. Na, geh da mal. Können wir eigentlich Holz fällen? Ich glaube nicht, ne? Ne. Da haut er zwar drauf, passiert aber nichts. Das ist auch nicht mehr so ganz so fit, ne? Ich meine, wenn es schön ist oder so, ist das bestimmt hier schön, wenn man an so einem See oder sowas ist. Ne? Wir gucken mal Map, wo wir hier jetzt sind. Ja, genau in die Richtung gucken wir jetzt. Also irgendwie einen See und da ist auch noch eine Insel. Achso, das nächste Haus ist der alte Roser. Wow, die Karte ist aber noch echt riesengroß. Also wenn wir hier noch alles Mögliche erkunden wollen, dann haben wir aber noch ganz schön was zu tun. Menneston Nord, da sollten wir auch mal dann bei Gelegenheit vorbeischauen. Also allzu viel rumlaufen sollten wir hier nicht. Na? So, komm. Sieht auf jeden Fall bestimmt schön aus, wenn das Wetter mal ein bisschen mitmacht. Aber sonst weiter ist hier jetzt erstmal auch nichts Wichtiges. So. Gucken nur einmal hier um die Ecke und dann gehen wir rein. Dann könnten wir theoretisch gesehen auch weiter zu diesem alten Roser erstmal gehen. Ich würde ganz gerne diese Häuser hier einmal abklappern. Hier ist jetzt einfach mal gar nichts Wichtiges, sehr wahrscheinlich. Also gehen wir nochmal zurück. Hier haben wir unser Auto geparkt. Ich weiß nicht, sonst hatten wir hier alles. Irgendeine komische Spur hatten wir hier, glaube ich, nicht in der Nähe. Das ist auch ganz gut so. Bei irgendeiner Spur, dann ist es gleich wieder irgendwo jemand eingefroren, ne? Also gucken wir hier nochmal einmal. Ach, hier haben wir Spuren. Können wir aber nichts mitnehmen. Hier sind auf jeden Fall Wölfe gewesen, aber ich weiß nicht, wollen wir mal gucken, ob wir hier eine mysteriöse Spur haben, aber ich glaube nicht, ne, sieht nicht danach aus. Gucken mal.
Da haben wir nichts. So. Gott sei Dank. Aber irgendwas mitnehmen hier können wir auch nicht, ne? Schade, schade. Gucken wir mal. Rein. Ah, wir haben eine Petroleumlampe. Super. Sehr gut. Brauchen wir nur noch Öl, ne? Also Petroleum dafür. Was ist das hier? Keine Ahnung, was das sein soll. Garage oder sowas. It was so cold. Ja. Already Carl did not feel his toes anymore. Er friert schon wieder. Der Gute. Hier haben wir noch einen Müll, da gucken wir mal gerade rein. Ah, Klebeband. Hier können wir aber nichts machen. Er sieht schon wieder ganz verschwommen. Weil es so kalt ist. So, komm, dann wärmst du dich auf. Wir haben hier alles erkundet und machen uns dann auf in der nächsten Folge. Ach so, wir sind schon wieder voll. Schade. So, komm, dann stell dich hier hin. Na? Wir haben hier soweit alles erkundet. Karl wärmt sich gerade mal wieder den Hintern, weil er immer noch keine Jacke hat. Und wir werden in der nächsten Folge ein Häuschen weiterziehen. Und bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.